Hat er leider massig dringend zur Besprechung kommen. Leider bitte zur Besprechung beim Kaufladen. Leider massig, danke. Aber Thank you.
für 4:3 stimmt es? 4:3? 4:3 für den SV Weiden im Spiel gegen SSV Esslingen. In Vorbereitung die heimische Mannschaft von Trainer Stormir und Poseidon Hamburg unter Arno Höhler, die zu mir kommen, starten wir da. Wir sollten das nächste Spiel kommentieren. Arno, bitte zu mir kommen, danke. Nächstes Spiel ist dann Trainer Stormir gegen Poseidon Hamburg. Das kann ich ja gleich übernehmen. Und jetzt ist ein weiteres Tor gefallen für den SSV Esslingen. Dann im Ausgleich im Spiel zwischen Esslingen und Weiden. Aktueller Spielstand 4:4. Jetzt sind die zwei Mannschaften aus der deutschen Bundesliga, der SSV Esslingen und der SSV Weiden. Die Weiden werden zum ersten Mal hier im Rest am Start. SSV Esslingen hat das Turnier auch schon einmal gewonnen. Und jetzt Überzahl von Esslingen. Und die Nummer 6 von Esslingen, Robert Roth, der bringt sein Team des SSV Esslingen mit 5:4 in Führung. Ja. Neuer aktueller Spielstand 5:5 und in Vorbereitung um die Länge 5 und 6 Spielgemeinschaft Trainer Stormir gegen Poseidon Hamburg, den letztjährigen Titelträger des Turniers. Letztjähriger Titelträger des Turniers. Und schon haben wir des Vorwarts von SV Weiden, von Alexander Erhard. Der Torwart ist SV Weiden. Und souverän bewertet jetzt diesen Angriff die Nummer 6. Robert Roth erzielt einen weiteren Treffer und bindet den SSV Esslingen mit 6:5 in Führung. Ich habe noch ein
zu spielen in der ersten Spielhälfte. Eine Minute, um zu spielen. Und der SV Weide, Hütte Nummer 7. Vorbaniert von Adrian Hausmann. Nochmals der Hinweis, der beste Torhüter, die beste Torhüterin, die beste Feldspielerin und der beste Feldspieler werden heute wieder gewählt. Und ein kleiner Treffer, wiederum durch die 6, der sein drittes Tor in Folge erzielt, der Robert Roth, der bringt den SSV Esslingen mit 7 zu 5 in Führung. Na, das stimmt schon, 7 zu 5. Ja, das ist die Nummer.